Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, im letzten Teil haben mir die ganzen Kollegen hier ziemlich Bauchschmerzen bereitet. Aber wir wären nicht Batman, wenn wir nicht letztendlich triumphieren würden. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg, um wirklich diesmal hoffentlich Poison Ivy auszuschalten. Nanu, geht das nicht? Doch. So, hüpf, rauf mit dir. Ah, okay. Objekt zu klein, wird sich verarschen. Der Frühling war ein Wendepunkt, ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Der Mörder meiner Familie verschied bei einem tragischen Unfall. Diese Tiere können nicht geheilt werden. Wie Hunde reagieren sie nur auf Disziplin. Und wenn es damit nicht funktionierte, tja, dann mussten diese Unfälle wohl leider weitergehen. Ja, wir hören das schon, dass das nicht wirklich Unfälle waren, sondern der gute Mr. Arkham da seine Fingerchen im Spiel hatte. So dreist und behaupte, dass ich das hier in die Luft springen muss. Wenn ich die Detectives-Ansicht anmache, leuchtet es. Ich stand gerade drauf. Ich bin gespannt, wo ich jetzt respawne. Ach, war ja klar. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein gewesen. Ach Gott, jetzt habt ihr das aber echt übertrieben hier mit eurem Ultra-Bettclaw. Es zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Okay, anscheinend habe ich dieses Rätsel immer noch nicht gelöst. Das ist schon etwas älter. Ach, eine Wand. Da machen wir ihn mal kaputt, ne? Mit unserem schönen Rasiergel. Ivy wird stärker. Ich muss sie aufhalten. Ich glaube, sie ist noch im Garten, wo du sie gelassen hast. Aber sie beherrscht ihn jetzt. Du läufst in die Falle. Das glaubt sie jedenfalls. Ja, wir sehen schon, dass sich die Pflanzen hier ganz schön ausgebreitet haben. Vor allem hier hinten beim Leuchtturm. Und natürlich auch durch solche Geräusche. Wo muss ich denn lang? Ich vermute mal nicht hier lang. Ach, Ivy, wenn du dich da mal nicht täuscht. Was kannst du noch tun, Batman? Ich bin überall. Meine Babys sehen jede deiner Bewegungen. Du und deinesgleichen, ihr seid arrogant genug zu glauben, dass ihr uns zerstören könnt. Du wirst scheitern und wir. Wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten. Einbildung ist auch eine Bildung, ne?
Ja, Mensch, Batman wäre eigentlich auch ein guter Gärtner, so viele Pflanzen, die er hier rausrupft. Du wirst zahlen, Batman. Dafür, dass du meine Babys verletzt hast. Ich verletze sie nicht, ich bringe die um die Ecke. Oh. Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir hier, Joker. Schön, was der Joker gerade wieder gesagt hat, aber leider konnte ich darauf jetzt nicht so gut eingehen, weil dieser scheiß Scharfschütze da ist. Muss ich jetzt schnell sein. Oder? Es ist unhöflich, ein Mädchen warten zu lassen, Batman. Ja, ja. Mal Mund zu. Wir nehmen wieder unseren ferngesteuerten Batarang. Ha! Volltreffer. Jetzt schnell dahin, bevor der Kollege seine Äuglein wieder aufmacht. Problem gelöst. Dann wagen wir uns mal in die Höhle des Gemüselöwens. Also bist du endlich hier. Gefällt dir, was ich hier verändert habe? Meine Babys wachsen, Batman. Komm, sieh mal. Ja, ist der Hammer, wie du hier umdekoriert hast. Lass mich drüber nachdenken. Nein, ich mach weiter. Lang, wo ist die alte denn? Da hinten. Okay, das heißt, ich muss geradeaus. Sie haben mir nichts getan. Sie haben mir nichts getan, doch sie bespucken mich mit rotleuchtenden Sporen, die mich töten können. Bist du bereit für mich? Glaubst du, du wirst mit mir fertig? Ich warte hier drin. Komm zu mir. Ja, das ist auch eine Einladung, die ich nicht aufschlagen kann. Gut. Ich mag meine Bitches, wenn sie wütend sind. Was hält dich, Batman? Keiner kann Ivy widerstehen. Ja, auch echt arg ungeduldig, ne? Aber da sehe ich hier etwas ganz Interessantes. Da sieht es aus, als ob man das scannen könnte. Sieht aus, als ob die königlichen Pferde ihre königlichen Brust würde. Ah, das ist... Ach, Humpty Dumpty!
Der wegen seiner eiförmigen Gestalt Humpty Dumpty genannte übergewichtige und glatzköpfige Humphrey Dumpler ist besessen davon, Dinge auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Seine ersten Verbrechen waren Einbrüche, bei denen er mechanische Gegenstände funktionsuntüchtig zurückließ, weil es ihm nicht gelang, sie wieder korrekt zusammenzusetzen. Bald nahm seine Obsession aber Ausmaße an, die zu schweren Katastrophen in Gotham führten. Dumpler versuchte sogar, eine brutale Großmutter zu reparieren, indem er sie zerstückelte und anschließend versuchte, sie nach Frankenstein-Art wieder zusammenzusetzen. In Arkham ist er ein vorbildlicher Gefangener, dem inmitten des ganzen Wahnsinns sein ruhiges Wesen und seine imposante Statur zugutekommen. Ja, 156 Kilo. Boah, wiegt ja fast so viel wie ich. Extrem groß, schwer und stark, außergewöhnlich ruhig und ausgeglichen, wurde als Kind missbraucht und ist seitdem aufgrund einer Entwicklungsstörung unfähig, sich in die moderne Gesellschaft einzufügen. Liebt es, Dinge zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Ja, der Humpty Dumpty, das ist schon ein ganz schmückes Bürschchen. In den Comicbüchern ist er auch öfters dafür da, um für den Joker Bomben zu bauen und andere Sachen. Halt Scherzartikel, die halt jemanden umbringen und so weiter. Sehr verführerisch, wie die Ranke nach mir verlangt. Ich habe mich rückversichert, Batman. Ach du, ganz ehrlich. Sie werden einfach sterben, wenn mir etwas zustößt. Die zwei Kollegen jucken mich jetzt nicht besonders, Ivy. So, Klappe zu, Affe tot. Om nom nom. Gut, auf zu Ivy. Ich lass dich das nicht zerstören, Batman. Ich hab gesagt, du sollst in deine Zelle gehen. Ich war ein Narr. Ich dachte, die Pflanzen hätten Schmerzen. Jetzt weiß ich, dass sie gewachsen sind, stärker wurden. Jetzt wachsen wir zusammen. Ja, ein weiteres Videospiel-Klischee. I've seen enough hentai to know where this is going. Ich warte halt einfach, bis die gute Ivy mir ihren Muttermund eröffnet. Ich schlage dann zu mit meinem Batarang. Das ist doch schon das ganze Geheimnis von diesem Kampf. Ah, nein, das ist nicht gut. Das wird schon sehr japanisch auf einmal hier. Du lernst aus deinen Fehlern aber auch nicht.
ich anscheinend genauso wie ich. Wie gut, dass ich vorab schon sehen kann, wo die Ranken auftauchen werden durch das Gras. Ich bin stärker als du, kleiner Mann. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Und ich renne im Kreis. Es macht mich so heiß. Hasch mich, hasch mich. So, noch ein Battering und dann sollte die Sache eigentlich erledigt sein. Ja, jetzt riecht's auch ganz schön am Rad, die Gute. Ich finde es ja gar nicht gut, was ich hier mache. Natürlich. Ich wollte sie jetzt rausziehen. Aber so geht's natürlich auch. Was machst du da? Dich sprengen. Dafür bringe ich dich um. Läuft dann die eigene Falle. Also der Kampf ist jetzt nicht wirklich schwer, aber ich muss halt aufpassen, weil diese roten Kügelchen doch richtig relativ viel Damage machen. Deine Kauluke. Das war ja wieder ein Versehen, aber es sah doch trotzdem ganz interessant aus. Au, 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 das tat weh. Die Hose aber ganz schön auf.
bleib doch mal unten. Scheiße gelaufen für Ivy. Ja, wir nähern uns dem Finale des Spiels. Ich dachte, ich habe das Finden leicht gemacht, aber das stimmt wohl nicht. Denn der Riddler lädt uns netterweise dazu ein, vorbeizukommen. Ja, der Riddler, Blödsinn. Der Riddler hat mich gerade vollgelabert, der Joker. Und wir wollen uns noch schnell ein Upgrade. Und, dann wenden wir das Ganze dann erst nochmal wieder. Und ja, genießt das schöne Feuerwerk. Und denkt dran, auch das nächste Mal wieder einzuschalten, wenn wir uns dann dem großen Finale nähern. Bis dahin sage ich, Hause Bonze!